runter, Jungs. Ah, ich hab die Torschlüssel eingesammelt, hier unten. Ich wär hier unten mal auf. Best of Gaming Fails. Teil 18. GTA Online. Ich dir mal meinen Rüssel zeigen. Also ich sehe mein U-Boot, ich kann mich selber attackieren. Mach noch Hunde ah, auf. Ah ja. LOL! Bug entdeckt, nice. bei meiner Yacht werden die oberen Streben nicht angezeigt, wie Radar oder so. Die sind halt nicht da. Junge, das ist das beschissenste Lied, das ich jemals gehört habe. Living in a Box und das Lied heißt auch Living in a Box. Jetzt kommt's, das Lied war mal bei Vodafone, durchgehend. Und wo ich anrufen musste wegen Kundensupport. Ja. Fuck. Alter, das war einfach nur. Das war Ranz, glaub mir. I'm living in a box, I'm living in a box. Living. Junge, es geht! Klopft der Wasseroberfläche auf. Okay. Hello there! Nein, ich tue es noch nicht. Hi. Gemein, Tim. Was denn? Mach mal den Heli über mir weg. Danke. Wo bist du? Ich fliege raus. So, Paul, kommst du raus? Ich hol dich mit dem U-Boot ab. Ja, dann land. Okay. Weird Flex. Wer ist denn da? Wer ist das hier von euch? Und Jungs. Wo ist der Paul? Gönn dir! Alter, das ist so ein geiles Ding, ganz ehrlich. Alter. Wer ist der behinderte Spasti gewesen hier jetzt? Junge, mein Herz! Kannst du nochmal vorbeifliegen, Tim?
Ja. Oh, Alter! Okay. Wer hat die zweite geschossen, Alter? Das ist meine Frau! Ja, hier vorne jetzt gleich rein, oder was? Ja, dann da links rein. Hi! Also guck, hier der Rakete folgen. Hier rein. Hm? Und dann hier lang. Ja, moin. Oh, so knapp. Ich hoffe, die Ansicht war gut. Da scheiße. So wie du. Oh, wie geil. Ich hab's verpasst. Oh, wie cool. Paul ist tot. Er ist AFK, er steht nur an der Treppe. Und mein Kopf an der Treppe, die ist da nie vorbeikam, haut ihn erstmal die Knarre in die Fresse und dann knallt sie alle ab. Der Kopf hat auf irgendwas drauf. Lol. Lol, das spawnt das Ding halt instant, ne? Als ob der da jetzt gespawnt ist, als ja. Weil ich den Jet berührt hab, musst du dir mal vorstellen. Weil der dort spawnt und ich den berührt hab, drehen die durch. Als ob ich was dafür kann. Brennt eine Hecke. Hier brennt der Busch. Die Cops haben mich einfach überfahren. Da liegt Geld. Jetons. Jetons. Why do you come? Ich sag mal, mit deinem PC einfach schneller ist als Tony seiner. Ne, weißt du, was dann kommt? Da kommt dann dein Penis und fickt dich richtig. In Night City you can become a so Männer. Let's go, Tony! Gönn ihm T-Shirt. Nein, nee, Auto wird's glaube ich nicht. Ich muss los. Ich kaufe mir noch zwei Jetons. Hat jemand eine Idee, was wir noch machen können? Uni. Affen mit Waffen oder Waffen mit Affen? Ein Bett, ich geh mir mal einen holen. Alter, das ist irgendwie ungemütlich, wenn im Zimmer direkt ein... Ja, so eine... Ja. Scheibe ist. Warum bin ich nicht zu sehen? Ich lieg auf dem Bett, ich hab einen Bug gefunden, geil. Ich lieg immer da auf dem Bett. Pass auf, komm, ich schweben mit dem Bett da reingeflogen gleich.
ballistic. My God, you are annoying. I'm very successful. Oder kann man, hast du vielleicht andere Farben eingestellt? Geht das bei GTA? Keine Ahnung. Pauls Auto. Wollte ich nochmal anmerken. Paul, Alter, ich sehe dein Lack nicht. Oh, fall erwischt. Bye, have a great time. Warum habe ich 4 Sterne? Hab ich auch. Ja, durch dir, danke. Frau bringt nur Ärger. Warum hältst du dir die Klöten? Bei mir hat sich keiner die Klöten gehalten. Tim hat sich bei mir die Klöten gehalten. Wie kann man danach dran riechen? Machst du einen Yogi? Nee, der hat nur reingegrapscht. Der hat auch dran geschnieft, du, der hat richtig zugenommen. Der hat richtig reingezogen. Ja, der muss ja wissen, ob das schon riecht, ob er sich danach duschen muss oder nicht. Paul, hier links rein. Das meine ich, das ist creepy. Alter. Ja? Oh Mann! Oh, und ich habe mein Boot zerstört. Doch alle auf den Stühlen und so weiter, da stehen rum. Bei mir sitzen die nicht auf den Stühlen, sondern alle stehen auf den Stühlen. Komplett alle. Willst du mit reinkommen? Du kannst ja mal bitte in die Orbitalkanone gehen und mir sagen, wo ich hier jetzt wieder rauskomme. Wie soll ich denn dir das beschreiben? Ich bin unten... am Damm, also am Stausee. Mhm. Oben. Weil mein... Also da ist ja in der Nähe direkt so ein... Tuning-Werkstatt, da bin ich hingefahren quasi. Aha, okay, ich kenn die. Komm also her mit zu mir, Alter. Okay, aber das wird eine Höllenfahrt jetzt für mich. Okay, wieso? Ich fahr mal den Go-Kart hoch. Alter. Junge, das Ding macht... Das Ding macht Haar. Übel Spaß. Haar. Oh, jetzt macht ihr euch beide darüber lustig, unfair. Ja, ist ja selber schuld, ganz ehrlich, was war denn das bitte? Ah! Hi! Juke, hast du gerade das kommt ins Video! So? Und Alter, der Wagen ist kaputt. Ich muss zur Werkstatt. Ja, die ist ja gleich hier. Der gemischte Warenladen ist geschlossen. Hm, warum wohl? Weiß ich nicht. Weißt du, was das Geile an dem Auto ist? Du hast es ja, ne? Noch nicht. Oder? Das kann dauerhaft Nitro zünden. Was geht denn bei euch ab, Alter? Kennst du die Bälle, die man im Mund tut und hinterm Kopf schließt?
Mann, Alter, unpassender Moment überhaupt. Paul, kommst du online? Ich will mit dem Kart jetzt hochfahren auf meinem Chilliot, weil ich nämlich schon so durch die Botanik alles an Problemen mit hatte. Ich bin den Berg rüber gejumpt und weil das Ding so klein ist und weil ich so nah am Boden bin, habe ich wirklich erstmal gedacht, ach du Scheiße, weißt du? Mit der Ilsbett? Junge, ich kann nicht sagen, ich hatte ein Ei im Mund, aber ich hatte in dem Moment ein Ü-Ei im Mund. Weißt du, wie du das gemacht hast mit mir? Nochmal, was habt ihr mit dir gemacht? Alter, ich kann nicht, das, egal wie ich es jetzt formulieren würde, es klingt falsch. Deswegen sage ich es, wie es war. Ich hatte ein Ei im Mund und Tim hat mich von hinten gerammt. Egal wie ich es formuliere, es wird nicht besser. Das Teil ist mega geil, Alter, das macht richtig Bock. Vor allem das Coole ist halt auch, du hast halt Verfolgungsraketen, du hast normale Raketen, du hast Annäherungsminen, du hast ein LMG. Du hast Turbo. Das ist schon geil. Unter einem LKW, also so ein SUV, so ein riesengroßer, der größte, den es hier drin gibt. Da kann ich drunter fahren. Ja, und jetzt? Das sieht lustig aus von unten. Hui! Au! Arschloch! Oh mein Gott! Oh Mann, ey. Ich hab grad Auto in die Luft gesprengt oder so. Verdammt, Arschlöcher. Hey, Toni, die Cops buggen hier wieder. Ernsthaft? Ich ja, komme. Die buggen wieder drei Fahrten. Lol, da wurde ein Cop von dem Cop überfahren. Der Cop liegt unterm Auto. Ja, deswegen. Das steht drauf. Ja, das steht auch drauf. Du siehst mich hier auf der Map, ne? Ja, ja. Ach du Scheiße! Genau. Okay, nochmal, das war cool. Mars? Ich hab einen Stern. You give me that license. Was? Beide hier umbringen, lass sie am Leben. Einer cool. Ist schon down, der ist hinter dir mit dem Kopf gegen den Felsen geknallt. Nee, der lebt noch. Hä? Der lebt immer noch. Ninja geht der drauf. Lebt immer noch. Das Quad hält zwar viel aus, macht aber keinen Schaden scheinbar. Reicht's mit Anlauf. Wer ist denn du? Was, wer ist denn du? Ja, wer bist du, wollte ich sagen, Alter. Dein Ernst?
Habt ihr jetzt alle Kisten? Ich hab, ja. Dann. Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Ja, gerade das ist passiert. Oh, das geht nicht gut. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich muss durchziehen. Das geht schief. Okay, das war gerade geil und das ist gerade scheiße. Wer ist denn da rausgesprungen, Tim? Ich hab's überlebt. Ja, warte, komm schnell rein. Ich schaff's in die Stadt. Nee, danke, ich fahr lieber so. Okay, ja. Ich nehm Frauchen mit. Bis dann. Hören wir uns ein Auto hier unten, Tim? Ja, ich hab schon, warte. Durch die U-Bahn-Tunnel mit den Dingen ist er richtig geil, wie Mario Kart. Au, das war nicht gut. Ich muss meinen Garten neu machen. Alter! Aber das sieht doch aus wie ein Weg nach oben. Ja, aber diese Fick-Designer können nichts außer den Schwanz irgendwo ein Tier reinstecken. Gott, ist das Ding grell, Alter. So sieht man es wenigstens nachts. Yes. Ja gut, Toni, deine leuchtet noch mehr mit dem Weiß. Brauchst du nichts sagen, Alter. Ja, aber der Kontrast ist, bei mir ist es weiß, bei mir ist es hell und dann nochmal ein bisschen heller. Ja, da vorne. Aber bei dir ist es halt so dunkel und damit immer dieses helle Neonlicht, Alter, das ist... Ja, ich weiß, was du meinst. Eieiei. Aber ganz ehrlich, ich finde das so nicht schlecht. Hinter uns. Was, wo? Ja, da bin ich, ganz allein. Hä, warum ist das da hinten? Der geht noch. Jetzt sind wir quitt. Du warst doch Schneemann. Jetzt sind wir quitt. Er hat mich nicht mal gerettet. Siehst du das mit dem Kopf? Der ist nicht nur mit dem Kopf draußen, der ist bei mir komplett oben. Wer ist das? Ja, wo ist ein Tuppi? Naja, ich bin ja schon üben. Alles gut. Bin schnell zu meinem Schiff vorgesprungen. Das ist der Vorteil an der... Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Den Chemikalien, die wir reinschütten können. Oh, ich habe Gras gefunden, glaube ich zumindest. Das soll ich ein Beauftragter. Ja. Sehr unauffällig, könnt ihr mich sehen? Oh, was ist das hier? Richtung fährt er, okay, die fährt hier. Wir können uns gleich alle erwischen lassen, weil das wird gleich wieder den Zeitrahmen springen. Verdammt, Nachflöcher! Genau so in etwa. Oh Mann, ey. Guck mal nach rechts. Ja, ich weiß schon. Was? Das ist ein Fischgesicht. So. Ne, guck mal exakt nach rechts. Nein. Ich seh dich doch rennen. Ja, ich bin hier schwer beschäftigt. Werden die Kisten so ein bisschen hervorgehoben, wenn du in der Nähe bist? Ja, also die sind halt, die grünen Kisten, die sind, also die mit den Klamotten, die sind halt offen stehend.
und da ist ein weißes und ein rotes T-Shirt drin und die leuchten richtig grell. Also richtig grell weiß und richtig grell rot. Also auf dem Map sieht man die gar nicht. Nee. Hello there. Da. Du hast gerade gesehen. Für jeden nein. Nee, ich fahr mit den Dingern nicht. Wie gesagt, ich lauf. Hello, Auto. Du warst, da war ich eben. Ding ist halt, wir waren schon fast überall. Eigentlich waren wir überall. Aber hier ist es halt auch unwahrscheinlich. Noch ein Punkt. Wachuniform. Wo? Im Wasser? Ach nee, auf dem Pier, okay. Dann könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass die auf den Inseln vielleicht sogar Sinn üben. Hier ist ein gestrandeter Wal. Komm on. Ich hab eine. Bei mir ist. Nein, jetzt werd ich erwischt. Oh nein. Verdammt, lauf mir ja! Mann, ich hab die gerade fotografieren wollen und dann sagt das so wie dick. Wollten wir gerade alles im Grunde erwischt? Ja, jetzt sind wir wieder. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Ma. Ich hab, aber war jetzt am Wal. Erwischen, ich muss. Ich seh den Hurensohn. Wenn man sich hier freiwillig erwischen lassen und dann dreht er sich weg. Wow. Danke. Hast du das auch gerade gehört? Ja. Warte, geht es hier auch nochmal? Alter. Wick dich, Delfin! Wow. Hat auch nichts. Also bei den Häusern war auch keine Kiste, ne? Also hier ist halt. Was? Wir sind am Steg. Ja, aber habt ihr bei den Häusern oben alles angeguckt? Aber ich bin jetzt ein Autoboot. Scheiße. Was? Nix. Alles gut. Nein, Tony. Als ob das klappt. ja. Fahren wir nach Hause? Let's go. siehst du das da vorne auch? Wir können uns die hier drin nicht sehen. Tim, komm, ist scheiß drauf. Wir machen halt jetzt los. Das ist gerade, wenn deine Frau weg ist, Alter. Wie genervt, mein Charakter. Du kommst da gerade von hinten an und mein Charakter schaut so nach hinten, Alter, so übel genervt. So, ach, der schon wieder, Alter. Können wir mal probieren, ob wir mit dem Jeep draufpacken können. Jetski, wo bist du? George C. Ja, da kommt dieses. Kommen wir so von oben, Alter. Kann nicht sein. Da, die Boote. Ah. Hast du das gerade gesehen? Die sind durcheinander gefahren, die Boote. Komm, Tony. Okay, das ist eine Angewohnheit schon von mir, wenn ich ein Motorrad sehe. Lol, ich wäre auf der Straße gefahren. Wenn das Motorrad nicht gewesen wäre, es hat uns gerade einen Arsch gerettet. Warte, da steht doch noch eine Wache. Apropos Wache, hello. Ich hab grad so diesen Drang zwischenzuspeichern. Oh mein Gott, Alter, das ist dein Ernst. Da kommt ein Boot. Das ist links von dir.
Ich habe halt auch schon ein paar Mal gedacht, dass hier oben, wo ich jetzt bin, nichts ist. Ist auch so mega komisch. Hier bei diesem Checkpoint, wo 80 Leute sind, ist nicht eine Sache. Das kann halt nicht sein. Bin ich weggefetzt, Alter. Scheiße. Die Wachen und hab da dann die Wasserversorgung von denen reingekippt und so eine Scheiße, das halt auch nicht markiert ist auf der Map. Also, ja. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich, also von der Beute her haben wir jetzt alles markiert, was geht. Willst du mitfahren? Hi! Das war genau. Ja, ich hab nach hinten geguckt und hab's. Die, wo du halt immer gleich viel XP brauchst. Ja, genau. Die XP-Anzahl so komisch war gerade, einfach so 55.160 oder sowas. Ja, ich weiß, was du meinst. Hey, Tony. Okay, auf geht's. Soll man mich rausziehen, Alter? Also Toni, ich musste auswählen, mit welcher Methode wir jetzt angreifen. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe jetzt die Methode gewählt mit dem Kampfboot. Heuer. Ja. Alter, boah, der Mast ist da gerade. Ich hab's gerade mitbekommen. Okay. Warte, bis das Patrouillenboot angekommen ist. Mach die beide raus. Da war noch ein Auto. Mach die beide raus, Vorsichtshalber. Ja. Da kommt's. Könnt ihr machen, Paul? Nicht. Hat nur die Dude gekillt. Alter. Hey, boy. Okay, das ist besser. Rechts. Ja, ich kann nicht so hochziehen. Dann bringt das immer noch überhaupt nichts. Double Kill, Junge. Das war ein schöner Schuss. Mann, das Ding ist so schwapp, ne, das Boot. Bitte schnell. Ja, dabei. Du bist bei mir unter Wasser. Och, fette Bertha. Du musst weiter runter. Geht nicht, wenn ich das nochmal mache, versinkt das Ding. Ja, dann kommen wir so nicht rein. Ja, nee, ihr müsst leider vorschwimmen. Ja, wir werden halt beschossen. Unter Wasser. Kann ich tauchen, ich hab keine Tauchausrüstung. Ja, du wirst immer mal kurz tauchen können, oder? Ja, aber die schießen ja unter die Wasser. Ja, lass mich ganz kurz machen. Es ist ein Avenger, das haben wir vergessen, oder? Was habe ich letztes mit Paul gemacht, was wir auf Video haben? Ja. Wir sind gleich an der Landzunge, da könntest du es vielleicht aufheben. Sollte besser gehen. Ich bin tot. Gut gewonshottet. Oh. Noch Fragen, was ich vorhab? Hab den anderen. So, jetzt holen wir uns ab. In that city you can become. Okay, ist zwar kein Helikopter, aber ganz ehrlich, hier kann es auch stehen bleiben. Hab so irgendeinen Gangster gesehen, der gerade einen Zivilisten verprügelt hat. Aus irgendeinem Grund wurde dieser Gangster nicht als Gegner markiert. Und ich habe den mal so einen sahnigen Headshot verpasst und dann so Verbrechen bemerkt. Und auf einmal spawnen so drei Cops um mich rum, Alter, und ballern mir mit dieser Spawn. Das ist ein Heli. Ja, ist mir aufgefallen. Ich mach den mal einfach weg. Ich spring schon mal ab. Das ist eine Laterne! Oh, Alter, was knapp. So, wo ist der jetzt? Oh,
Scheiße, Tony, ich glaube, ich brauche eine Abholung. Okay, nevermind. Steh die Western Rogue, die ist in der Luft. Wie er schweigt. Paul, wir sind gerade nur Zentimeter an dem Mast vorbeigeschrammt. Zentimeter. Ja, ich bin auch gerade fast gegen. Ich bin fast gegen. War lustig. Den nehmen wir nicht, Toni. Nächster. Was nehmen wir dann? Weiß ich nicht, so denn aus, hier stehen noch drei. Zwei. Ach, drei. Nein, drei. Okay, ich nehme das hier. Ich probiere nochmal auf dein Schiff zu landen. Aber auf dein U-Boot. Ich dachte, du bist so. What the fuck? Wir haben mindestens drei Sterne. Ja, ich habe zwei Flugzeuge in die Luft gehackt mit einem Raketenwerfer. Ich ruf schon an, warte. Toni! Oh. Okay, wir haben keine Sterne mehr. Junge, Alter. Ich bin schon mal so ein Flugzeug auf meiner Yacht gelandet. Siehst du hier vorne die Schnauze? Da ging das super. Das meine. Ich weiß, aber bei mir ging das super. Wo ist denn dein U-Boot? Das U-Boot ist rechts. Ja, ja, ich muss einen Landerad durchmachen. Das ist super nice. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Mann, du bist ein Assi, Alter. Entschuldigung. Fährt nochmal schön zurück, ja? Ja, wegen Rotor. Weil ich will nicht nochmal so eine Explosion haben. Aber hey, ich hab's geschafft. Jo, das hat echt gut. Wo muss ich denn das Ding überhaupt landen, dass das wieder in das U-Boot reingeht? Junge, das ist einfach so geil, mit dir zu fliegen. Ah, ich kann einfach, so wenn ich drüber hover, kann ich das schon. Die Frage ist, warum eigentlich? Weil Arma habe ich es probiert. Da ist die Physik ja schon eindeutig realistischer. Hier ist es halt arcade-mäßig. Hier kann ich so hart in die Breschen gehen. Ich kann ausreizen ohne Ende. Ich fand das Fliegen in Arma so geil, Alter. Das hat mir so viel Spaß. Also Jet jetzt nicht okay. So, aber Fliegen, da bin Heli ich, und aber so weiter. Da muss ich sagen, geil. Weil du sagst gerade Jet. Ich muss sagen, Jet hat mir am meisten gefallen. Ja, mir nicht so. Also ich konnte Jet auch fliegen und landen, aber ich bin lieber Heli geflogen. Keine Ahnung, also das hier einfach jetzt so mit drin zu sitzen und halt zuzugucken, wie du fliegst, das fühlt sich halt an wie Wasser einfach so. Keine Ahnung, du bist einfach so, da ist nichts irgendwie abrupt oder so. Ja, so Smoothie einfach. Also, passt auf, wir haben Aggressor, Verschwörer. Nee, bin ich auch. Oder Meisterschütze. Bin ich nicht. War Hauptquartier. Alter, Tim, ich hasse dich gerade so hart. Was denn? Das sieht so ekelhaft aus. Ich hasse dich so hart. Das ist unfassbar. Was ist denn? Dieses Outfit geht überhaupt mal gar nicht. Erstellt euch dringend ein paar Outfit-Sets, Alter. Okay. Ja. Drücke R, um die Kamera in der Valkyrie zu fokussieren. Nicht drauf schießen! Das war mein letzter Eisenbahn, wo du es gesagt hast. Alter, das war allerletzte Eisenbahn, Toni. Auf der hinten rum. Morbisch. Ja, den gerade im Visier, das ist weggegietet, Alter. Junge! Alles klar. Ich wollte meine Waffe nachladen.
okay. Auf der anderen Seite ist der Fahrer, den wollte ich auch gerade wegmachen. Soll ich den wegmachen? Jetzt. Ja, mach mal. Warte, 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 warte. Ich wollte sehen. Paul bedrängt mich. Sorry, ich wollte auch reingucken. So, warte, warte, warte. Jetzt kommt gleich unsere Station. Boing. Nein. Seid ihr noch alle da? Ja. Ja, okay. Okay, das war Jungs, geil. Ich muss nochmal runter. Ich gehe auch freiwillig. Tschüss. Jetzt. Nee. Jetzt geht's. Die ganzen Yachten hier stehen. Ja, geil, ne? Flex ist da. Eben. Flex ist da. Das war geil. Danke. Ja, der hat jetzt seinen Ironman-Anzug geholt, Alter, und jetzt geht's ab, Alter. Ich hab den Ironman-Anzug auf dem U-Boot. Ich stehe auf dem U-Boot. Oh, lol, ich bin da am Strand. Gespawnt. Lol, ernsthaft? Jo. Also nicht am Strand, an der Küste halt irgendwo. Ja, moin. Bin ich? Was mache ich hier oben? Wo ist er? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, nice Aussichtspunkt, Alter. Ist richtig nice hier oben. Aber warum? Warum ich hier oben gespawnt bin. Ey, das U-Boot ist hier, das U-Boot vom U-Boot ist hier. Ich bin nicht, ich hab's nicht gefunden. Hier steht's. Hier. Oh fuck, ey, damit lege ich mich jetzt nicht an. U-Boot mehr. Jetzt ist es ein Umkippboot. Tschüss. Überlebt den Angriff durch Söldner, fällt erstmal die Stufen runter und dann den Stein. Warte mal, wer schießt? Ich schieße auf dich. Hast du nie gesehen? Wie der Klang ist dead? Ja, der ist dead instant. Das ist sehr, wie wenn ich das mit dir mache. Hier ist eine Kokslieferung. Alter, das war jetzt, hatte ich gesagt, so nicht geplant, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich wollte nur, dass du fliegst und nicht, dass du mit dem Kopf gegen das Geländer knallst und stirbst. Jungs, wartet, ich komm noch hoch, ich hab... Sieh einfach nur diese Melange, war ein Messer, Alter. Ja, warte, ich hol dich ab. Kopfsklatschen. Ich hab gesehen, wie stark Schrotflinten sind in dem Spiel, ne? Ich hab mich geschossen, was erwartest du? Hi! Alter, schnell, Tim schießt! Halleluja! Halleluja, das hat er, Alter! Halleluja! Genießt das Ende von Teil 18. Das nächste Drama geht demnächst weiter. Mit der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn.